Es geht um einiges für beide Mannschaften in diesem 99. Kärntner Derby. Für den VSV um die Tabellenführung im Fernkampf mit dem EC Graz. Und der KC benötigt die Punkte ja dringend im Kampf um einen Platz für das Playoff. Der VSV im Angriff. Ressmann und das 1:0 für die Villacher in der 7. Minute. Gerald Ressmann, der statt Kenstrong im Derby in der ersten Linie spielt. Wieder die Villacher und das 2:0 durch Kapitän Helmut Petrik in der 16. Minute. Wenig später dann Platzer beim KC auf der Strafbank. Und dann diese Attacke von Kreinz gegen Strong. Schiedsrichter Erne schickt Martin Kreinz für 2 Minuten auf die Strafbank. Das Publikum und die Spieler des KC mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Viele Gegenstände fallen auf das Eis. Es gibt Eisreinigung und wütende Proteste von KC-Trainer Bart Crashley. Wir sind bereits im 2. Drittel. Diese Möglichkeit von Lindner. Torhüter Morschhauser hält 2-mal. Aber dann doch noch das Tor für den KC durch Ray Podlowski in der 1. Minute des 2. Drittels. 5.500 Zuschauer in der Klagenfurter Stadthalle begeistert über diesen Anschlusstreffer der Klagenfurter. Der VSV lässt sich aber durch diesen Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen. Strong und genau ist Kreuzek. Das 3:1 für Villach in der 27. Minute. Die ersten Linien nun auf dem Eis. Issel, Buschocker, nochmals Issel und im Fallen dann der Puck im Tor, das 4:1 für den VSV in der 34. Minute. Dann verfrühter Torjubel für den KAC. Lindner befördert den Puck mit dem Schlittschuh ins VSV-Tor. Schiedsrichter Erne anerkennt diesen Treffer nicht. Der KAC im Angriff. Ninius mit diesem Pass auf Smith. Und der zweite KC-Treffer in der 36. Minute. Nummer 2 Tore Rückstand der Klagenfurter, die in der Folge dann offensiver werden. Das nützt der VSV. Und zwar mit dem 5:2 durch Gerald Ressmann. Der zweite Treffer von Ressmann an diesem Abend. Wieder 3 Tore Vorsprung für den VSV. Zu Beginn des 3. Abschnitts dann dieser Pass auf Hohenberger. Und die endgültige Entscheidung in der 47. Minute, das 6:2. Der VSV schlägt im 99. Kärntner Derby den KAC 6:2.